An einem wunderschönen Frühlingsmorgen gingen Rapunzel und ihr geliebtes Pferd Hero in der Natur spazieren. Was für ein wundervoller Tag. Ich bin froh, dass wir ausgeritten sind. Ich liebe es, über frische grüne Wiesen zu spazieren. Die Aussicht hier ist atemberaubend. Sollen wir eine Pause machen? Klar, was immer du willst. Rapunzel wollte ein paar Bücher lesen. Hero, du kannst spazieren gehen, während ich lese, aber geh nicht zu weit. Hero gefiel der Vorschlag. Keine Sorge, ich gehe nicht weit. Hero war froh, alleine herumwandern zu können. Was für ein tolles Gefühl, sich frei bewegen zu können. Hero begegnete einem weißen Pferd, genau wie sie selbst. Was für ein schönes Pferd! Hallo, mein Name ist Hero. Lebst du hier? Hallo, ich bin Addo. Ich bin von einem Bauernhof weggelaufen. Hero war etwas überrascht, als sie das hörte. Warum bist du weggelaufen? Ich hatte einen Besitzer, der mich schlecht behandelt hat. Er wollte mich an einen Pferdehändler abgeben. Es tut mir leid zu hören, dass du einen schlechten Besitzer hattest. Keine Sorge. Ich bin froh, dass ich jetzt frei bin. Wo lebst du? Ich lebe im Palast, aber ich gehöre niemandem. Stattdessen habe ich eine Freundin, Prinzessin Rapunzel. Sie ist meine Freundin und sie ist eine nette Person. Das freut mich für dich. Du bist ein glückliches Pferd. Ich hoffe, du kannst so weiterleben. Glücklich und frei. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Du bist so ein schönes und elegantes Pferd. Nun, ich... Danke! Ich muss jetzt zurück. Rapunzel macht sich sonst Sorgen. Hero verließ Addo und schloss sich Rapunzel an. Ah, pünktlich. Ich habe gerade mein Buch fertig. Wie war dein Spaziergang? Es war schön. Ich habe ein sehr gut aussehendes weißes Pferd getroffen. Echt? Wie heißt es? Es heißt Addo und er sieht sehr gut aus. Er sagte, dass ich sehr schön und elegant sei. Rapunzel merkte sofort, dass Hero Addo mochte. Wie schön. Das freut mich für dich, Hero. Rapunzel, Addo hat mir auch erzählt, dass er vom Bauernhof geflohen ist, weil sein Besitzer ihn misshandelt hatte. Ich hoffe, der Typ sucht nicht nach Addo. Hero, guck mal. Siehst du das Pferd da drüben? Ist das Addo? Ja, das ist er. Der Mann muss sein Besitzer sein. Oh nein! Er versucht, ihn einzufangen. Er wird ihn zum Hof bringen. Wir müssen ihm helfen. Okay, keine Angst. Vielleicht können wir ihm helfen. Also liefen Rapunzel und Hero Addo hinterher. Der Besitzer hat Addo angebunden und ihn im Stall eingesperrt. Der Besitzer war wütend auf Addo. Er sagte, er würde ihn bestrafen, indem er ihm nichts zu fressen gab. Das ist ein böser Mann. Wir müssen Addo retten. Lass uns warten, bis der Mann weggeht. Dann bringen wir ihn nach draußen. Was, wenn etwas schief geht? Ich werde meinen Zauberring benutzen. Los geht's! Als der Mann wegging, handelten Rapunzel und Hero sofort. Hero, was machst du hier? Hallo Addo, wir werden dich hier rausholen. Komm!
Komm, Addo, komm raus. Lass uns von hier verschwinden. Du musst Rapunzel sein. Dankeschön. Ach, dein Besitzer hat uns gesehen. Er kommt. Addo ist immer noch da drin. Keine Sorge, ich rette ihn. Komm schon, öffne dich! Leider konnte Addo nicht über den Zaun springen und sein Besitzer erwischte ihn. Wir konnten ihn nicht retten. Wir waren so nah dran. Wenn ich meinen Zauber nur etwas früher eingesetzt hätte, hätten wir ihn retten können. Was machen wir jetzt? Keine Sorge, wir geben nicht auf. Rapunzel und Hero beschlossen zu warten und es später noch einmal zu versuchen. Hero, guck mal, da nähert sich eine Kutsche. Das muss der Pferdehändler sein. Komm, Hero, wir folgen ihm. Ich habe schon viele Pferde wie dich weggebracht. Er hat eine Peitsche. Das wird Addo wehtun. Hero, stopp! Geh nicht! Lass meinen Freund los, du böser Mann! Wo kommst du denn her? Stopp! Ach, er hat Hero auch gefangen. Jetzt habe ich zwei Pferde. Toll! Ich werde euch eine Lektion erteilen, die ihr nicht vergessen werdet. Du hast dich für mich in Gefahr gebracht. Das hättest du nicht tun sollen. Keine Angst! Rapunzel wird uns retten! Hallo du! Lass meine Freunde frei! Sieh dich an! Auch eine junge Frau ist hier. Was willst du denn tun, wenn ich sie nicht freilasse, mutiges Herz? Du wolltest es so. Du wirst es nicht mögen, was jetzt mit dir passiert. Ich wollte dir das nicht antun, aber du bist prädestiniert dazu zu lernen, dass man Tiere nicht misshandelt. Versprochen! Versprochen! Ich werde es nie wieder tun! Wow! Addo, du bist stark! Du wirst in unserem Palast sehr glücklich werden! Komm mit uns, bitte! Wir würden uns freuen, wenn du bei uns leben würdest. Danke, meine Freunde!